So, dann heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zur vierten Runde unserer Webinarreihe Games verstehen. Wir sind das Studio im Netz, eine medienpädagogische Einrichtung in Großhadern, und wir haben uns die letzten, ja, 4 Donnerstage mit ganz verschiedenen Themen im Gaming-Kosmos beschäftigt. An der Stelle war vor allem ich dann meistens der Vortragende die letzten drei Male. Da ging es einerseits ein bisschen um Gaming allgemein, um die Kultur. Dann sind wir eingestiegen eine Woche später in die neuen Spielefronten. Also was gibt es für neue Spiele am 29.10.? Am 5.11. haben wir uns dann mit der neuen Konsolen-Hardware auseinandergesetzt. Und heute wollen wir uns mit der Videospiel Ja, Geschichte oder einfach mit den Videospielen aus der Sicht der Medienpädagogik beschäftigen. Dafür haben wir einen Experten hier, den lieben Björn Friedrich, der wird Sie jetzt dann wunderbar durch die Präsi führen, und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Jawohl, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich gehe mal kurz rüber. Genau, das ist das, worum es heute gehen soll. Videospiele aus Sicht der Medienpädagogik. Also, Moritz hat es schon gesagt. Vielen Dank für die Einführung, Moritz. Wir hatten verschiedene Schwerpunkte in den letzten Wochen, und jetzt zum Abschluss dieses vierteiligen Webinars wollen wir uns eben mit der medienpädagogischen Sicht auf dieses Phänomen beschäftigen und wollen da ein paar Aspekte dazu noch beleuchten. Ich zeige mal kurz, was wir für heute uns vorgenommen haben. Also zunächst mal würde ich einsteigen mit ein paar Zahlen und Fakten rund um diese Thematik. Die Übersetzung brauchen wir nicht, das kann ich ausblenden. Also, es geht zunächst um ein paar Zahlen und Fakten. Dann so die gesellschaftliche Bedeutung von Computerspielen und von diesem Thema Gaming, was ja immer noch oft als jugendkulturelles Phänomen wahrgenommen wird. Die wollen wir uns kurz anschauen. Dann geht es um Vertriebswege und Finanzierungsmöglichkeiten und Einnahmequellen von SpieleherstellerInnen. Dann geht es um das Thema Jugendmedienschutz. Was ist da zu beachten? Wie sieht es mit Altersfreigaben aus? Zudem wollen wir uns Mediennutzungszeiten und exzessive Spielenutzung und das Thema Computerspielsucht kurz vornehmen. Und zum Schluss gibt es noch ein paar allgemeine Tipps und Empfehlungen. Soweit der Plan für heute. Ich steige immer ganz gerne ein mit dieser kleinen Übersicht hier. Das sind zwei schon etwas ältere Grafiken, die aber meiner Meinung nach immer noch so den öffentlichen Diskurs widerspiegeln, den wir oftmals führen, rund um Computerspiele. Also es gibt zum einen die totalen Skeptiker und das, ich würde sagen, ein Stück weit auch die Kulturpessimisten, wie zum Beispiel Manfred Spitzer, der gute Ulmer Professor, der sich gerne auch mit medienpädagogischen Fragen beschäftigt, zu unserem Leidwesen. Also wir finden immer, er stöbert so ein bisschen in unserem Terrain. Er ist eigentlich kein Pädagoge, sondern Neurologe, aber er geht immer aus seiner Sicht der Hirnforschung gerne auch mit den Medien ins Gericht und geht da sehr hart ins Gericht und verurteilt eben zum Beispiel digitale Medien wie Computerspiele ganz gerne. Also hier zum Beispiel das digitalisierte Leben würde unsere Gesundheit ruinieren und wir würden alle cyberkrank werden. Das ist die eine extreme Position. Auf der anderen Seite haben wir hier ein Spiegelcover, auch schon 6 Jahre alt. Spielen macht klug, Computerspiele sind besser als ihr Ruf. Das ist also auch keine ganz neue Behauptung, sondern das gab es auch schon vor mehr als 6 Jahren, diese Feststellung. Also das andere Extrem, da gibt es verschiedene Publikationen, die in diese Richtung tendieren, die also sagen, man muss auch die positiven Aspekte von Computerspielen sehen. Und ich glaube tatsächlich, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und man muss einfach Spiele weder verteufeln noch in den Himmel loben, vielleicht, sondern muss einfach reflektiert einen Blick darauf werfen, wo kann das gut sein und wo kann es vielleicht auch eher bedenklich sein und sich das im Gesamtüberblick dann anschauen. Ja, und wir wollen mal anfangen mit ein paar Daten und Fakten. Das heißt, ich blicke zunächst mal auf Jugendliche ganz kurz und dann schauen wir auch auf erwachsene Gamerinnen und Gamer und wollen gucken, wie es denn da aussieht mit der Computerspielnutzung heutzutage. Die CIM-Studie ist wahrscheinlich bekannt. Das ist eine jährliche Erhebung vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Da gibt es zum Beispiel, geht es hier um die Frage, welche Geräte besitzen Jugendliche? Das ist jetzt schon rund ein Jahr alt, diese Erhebung. Das wird immer im Herbst veröffentlicht.
veröffentlicht. Das heißt, wir können eigentlich erwarten, dass in den kommenden Wochen oder Monaten die CHIM-Studie 2020 erscheint, aber noch liegt sie nicht vor und deshalb hier Zahlen aus der CHIM 19. Und wenn wir uns da angucken, das ist nämlich die Unterscheidung nach Mädchen und Jungs, also nach Geschlechtern, dann sehen wir so dieses typische Klischee, dass die Jungs lieber spielen. Das haben wir hier ganz deutlich. 56% der Jungs besitzen eine eigene Spielkonsole und nur 26% der Mädchen. Auch beim Computer, beim Standrechner sind die Jungs deutlich vorne, weil auch da, wie andere Zahlen aus dieser Studie zeigen, deutlich lieber gespielt wird in den Jungszimmern als in den Mädchenzimmern. Und da ist eben der Gaming-PC oftmals sehr wichtig dafür. Die tragbare Spielkonsole, also die PlayStation Portable war das mal oder Nintendo DS oder ähnliches. Da liegen Jungs und Mädels gleich auf und ansonsten wird ja auch am Handy und Smartphone sehr viel gespielt. Da ist es auch circa gleich auf. Da haben die Mädels sogar einen leichten Vorsprung vor den Jungs, der aber nicht wirklich erheblich ist. Wenn wir fragen, was machen die Jugendlichen regelmäßig, also täglich oder mehrmals wöchentlich, dann sehen wir auch da beim Thema digitale Spiele, dass die Jungs deutlich vorne liegen. Fast doppelt so viele Jungs als Mädels geben an, dass sie regelmäßig mehrmals wöchentlich spielen. Das ist in jedem Fall auch eine interessante und relevante Zahl. Dann haben wir hier nochmal eine Übersicht, wo auch nochmal zum einen Jungs versus Mädchen dargestellt ist. Auch da geht es wieder um die Frage, wie oft wird gespielt und wer spielt gerne regelmäßig, also täglich oder mehrmals die Woche. Und was wir da auch sehen ist, das ist so ein Jugendphänomen, das auch wieder vorbeigeht. Also wenn wir uns hier diesen Bereich anschauen, dann sehen wir eben die 12- bis 15-Jährigen spielen massiv viel und dann geht die Spielenutzung auch schon wieder zurück. Das heißt, es ist einfach eine Phase in der Jugend, wo vor allem die Jungs nicht so wahnsinnig viel zu tun haben vielleicht neben der Schule und wo sie sehr viel Zeit auf Computerspiele verwenden. Und später dann, wenn es in Richtung Ausbildung oder Studium oder Ähnliches geht und wenn Mädels interessanter werden und, dann geht die Computerspielnutzung auch wieder zurück. Das ist was, was man Eltern vielleicht zur Beruhigung mit auf den Weg geben kann. So ein bisschen das Motto, es geht wieder vorbei in den meisten Fällen. So, und auf welchem Gerät wird am häufigsten gespielt? Da sehen wir eben, bei den Mädels liegt das Smartphone deutlich weiter vorne und bei den Jungs der Computer oder die Konsole. Das heißt, Handyspiele und Smartphone-Spiele sind deutlich auf dem Vormarsch. Das zeigen auch andere Zahlen. Und ansonsten ist eben die Konsole oder der Gaming-PC durchaus auch relevant. So, zum Schluss noch, und das ist die letzte Folie aus der CHIM-Studie, die Frage nach den Titeln, die gerne gespielt werden. Was da auffällt, ist die Popularität von FIFA. Das zieht sich durch, das haben wir in allen Altersklassen und auch hier bei den Schulformen. FIFA ist dieses Fußballspiel, was jährlich neu erscheint. Also jährlich wird eine neue Version davon verkauft und ist seit, ich glaube, 20 Jahren ungefähr, also wirklich schon sehr lange, das ist eine richtige Geldmaschine, wirft wahnsinnig viel Gewinn ab und ist unfassbar populär schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ansonsten haben wir eben Titel wie Minecraft und Fortnite bei den Jüngeren, bei den Älteren dann Call of Duty oder GTA haben wir hier noch dabei oder Ähnliches. Also da gibt es dann ein paar mehr Unterscheidungen, aber FIFA ist einfach so ein Klassiker, der sich durchzieht. So, dann gucken wir nochmal auf die Games-Branche. Es gibt nämlich noch weitere interessante Studien vom Bundesverband der Games-Branche. Das ist der Game-Verband. Unter game.de ist das alles abrufbar. Und da würde ich zum Beispiel mal kurz blicken auf das Thema Einnahmen, also wodurch erzielt die Branche Einnahmen. Und dann sehen wir zum einen, dass sich das insgesamt gut nach oben entwickelt seit Jahren. Also auch im Jahr 2019 zu 2020 ging das nochmal ordentlich nach oben. Da war sicherlich die Corona-Pandemie mitverantwortlich dafür, dass in dieser Zeit noch mehr gespielt wurde und dass da auch die Umsätze nochmal nach oben gingen. Aber auch sonst zeigt sich, dass es dieser Branche in den letzten Jahren sehr, sehr gut geht und dass da die Zahlen eigentlich immer weiter ansteigen. Was auch interessant ist, ist, dass eben nicht mehr nur die klassischen Käufe oder die Hardware-Käufe relevant sind, sondern auch In-Game-Käufe, also dass ich im Spiel zusätzliche digitale Items erwerbe, das ist wichtig, oder Abos für einzelne Spiele oder Gebühren für Online-Dienste, wir kommen gleich noch auf die verschiedenen Vertriebswege, aber man sieht, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, um Geld mit Spielen zu verdienen. Hier ist nochmal ein Blick auf die Entwicklung in den letzten 25 Jahren, also seit 1995. Da sehen wir eben auch, es ist ein deutlicher Anstieg nach oben. Und hier, wer da genauer reingucken will, hier sieht man die verschiedenen
Bereiche nochmal, in denen Geld verdient wird. Das gehen wir jetzt nicht im Detail durch, aber ich kann Ihnen diese Präsentation dann gerne freigeben. Ich würde die dann in die Infobox bei YouTube wieder mit einstellen. Und dann kann man da, wer Interesse hat, nochmal nachgucken. Oder man kann eben auch unter game.de sich diese ganzen Zahlen nochmal im Detail anschauen. Das fand ich noch ganz interessant. Das war auch eine Grafik von Game, nämlich die Frage nach Corona nochmal ganz konkret. Inwiefern war es da auch eine Unterstützung für die Menschen? Also viele haben mehr gespielt als sonst. Viele haben auch häufiger mit Familie und Freunden zusammengespielt. Und viele Gamerinnen und Gamer sagen, es ging ihnen dadurch besser. Sie kamen dadurch leichter durch diese Pandemie. Man muss jetzt natürlich sehen, das ist ein bisschen interessengeleitet, so eine Frage. Also wenn ein Branchenverband fragt, wie gut hat euch unser Produkt geholfen, durch die Pandemie zu kommen, dann kommen da relativ hohe Zahlen raus. Dann ist das natürlich ein Grund, das stolz weiter zu verbreiten. Aber ich glaube, man kann das schon auch wertfrei wirklich so beurteilen, dass sowohl Social Media wie auch Social Gaming, also das gemeinsame Spielen mit Freunden und Familie, dass das natürlich geholfen hat, durch diese Corona-Zeit zu kommen und dass das natürlich gegen Einsamkeit oder gegen Langeweile ein gern genutztes Mittel war. Da muss man, glaube ich, auch keine großen Forschungen betreiben. Das kann man auch so ganz gut beurteilen. Hier ist nochmal eine ganz große Infografik, auf die wir jetzt aus Zeitgründen gar nicht näher eingehen müssen, aber Sie sehen hier, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Fragen und Erhebungen und wie gesagt, wer Interesse hat, kann sich das nochmal in Ruhe anschauen. Ich würde jetzt nochmal auf die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Computerspielen kurz eingehen und da noch drei kurze Schlaglichter drauf werfen. Zum einen gibt es den Deutschen Computerspielpreis, den kennen Sie vielleicht, der wird seit 2009 verliehen, also seit 11 Jahren, von der Wirtschaft wiederum, also von der Games-Wirtschaft und vom Deutschen Bundestag. Und er versteht sich natürlich, das ist auch hier in dieser Selbstbeschreibung nachzulesen, er versteht sich natürlich in erster Linie als Wirtschaftsförderungsinstrument. Also es geht um den Standort Deutschland und es geht um die Förderung der Games-Branche in Deutschland und die Förderung der hiesigen Unternehmen und Studios. Ist also völlig legitim, aber man muss es ganz klar als Wirtschaftsförderung betrachten. Das heißt, hier geht es nicht irgendwie um kulturelle Fragen oder um pädagogisch wertvolle Spiele oder Ähnliches, sondern es geht rein um das liebe Geld, wenn man so möchte, und um die Wirtschaft und um die Arbeitsplätze. Aber immerhin, das muss man schon noch anerkennen, es wird eben seit 11 Jahren dieser Preis vergeben und wird auch in der Branche natürlich durchaus beachtet. Und man legt auch Wert darauf, den zu gewinnen und sich darum zu bemühen. Zum Zweiten, nochmal von Game, ist auch schon ein bisschen älter, 1,5 Jahre. Da kam diese Meldung, fast 10 Millionen Gamer in Deutschland sind älter als 50. Also man will hier einfach nochmal zeigen, Gaming ist kein Jugendphänomen mehr, sondern Gaming hat die ganze Gesellschaft erreicht. Auch Erwachsene gamen und zocken in ihrer Freizeit. Das ist kein Wunder, in den 80er, 90er Jahren kamen die ersten Heimcomputer und die Spielkonsolen und die Leute, die damals eben Kinder und Jugendliche waren, sind heute so in meinem Alter und viele davon spielen natürlich auch heute noch regelmäßig. Das heißt, die Generationen um die 40 ungefähr, das sind sowieso noch die Spielerinnen und Spieler, die von klein auf eben auch zocken, aber auch die Seniorinnen und Senioren werden langsam erreicht und das Thema Computerspiele hat die ganze Gesellschaft eben durchdrungen. Und eine letzte Meldung, das war 2017, also vor 3 Jahren, da hat Angela Merkel erstmals die Gamescom eröffnet, also die Computerspielmesse in Köln. Und da hat man damit geprahlt, ein Stück weit zu sagen, Computerspiele sind Kulturgut und sind auch als solches anerkannt. Das finde ich deshalb interessant, weil der Deutsche Kulturrat schon länger darauf gedrungen hat, zu sagen, auch Computerspiele sind ein kreatives Ausdrucksmittel und sind eine kreative Leistung und sind deshalb als Kulturgut anzusehen. Hochkultur in Deutschland ist ja eher definiert als Theater, Oper, Museen und Ähnliches. Und dass Computerspiele als Kulturgut anerkannt wurden, das war tatsächlich auch ein weiter Weg und hat einige Zeit gedauert. Aber wie gesagt, irgendwann war es soweit und dadurch, dass auch die Politik sowas dann anerkennt und solche Veranstaltungen beispielsweise besucht oder gar eröffnet, das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Wertschätzung. Ist auch wieder wirtschaftlich unter anderem geleitet, aber hat auch eine kulturelle Komponente. Soweit zur Einführung. Jetzt wollen wir uns mal ein paar Sachen im Detail anschauen und da beginnen wir, wie schon gesagt, mit dem Thema Finanzierung und Vertriebswege. Also früher wurden
Computerspiele klassischerweise auf Datenträgern verkauft. Zu meiner Zeit waren das noch Disketten, die man in so ein Floppy-Laufwerk geschoben hat, was dann lange gerödelt hat. Später kamen die CDs und die DVDs und die verschiedenen Datenträger für die Konsolen. Und heute gibt es immer mehr digitale Käufe und es gibt auch Gaming-Flatrates. Wir fangen mal an mit Steam. Das ist vielleicht bekannt, ist so einer der größten Online-Stores für Computerspiele. Da kann ich mir also die Spiele digital erwerben und kann die dann runterladen auf meinen Computer, aber ich muss eben keinen Datenträger mehr anschaffen, sondern ich brauche nur ein Konto bei Steam, kann mich dann einloggen und kann dann meine Spiele runterladen. Und das Schöne ist natürlich, dass es online-basiert ist und mobil ist. Das heißt, auch wenn ich im Urlaub bin oder bei der Oma bin oder wo auch immer und mal an einem anderen Rechner sitze, dann könnte ich mich dort einloggen, könnte dort das Spiel runterladen und dann auch dort spielen. Also man hat hier einfach einen reinen online-basierten Vertriebskanal. Das andere, die Gaming Flatrates, das ist zum Beispiel Apple Arcade oder jetzt auch von Microsoft der Game Pass. Das sind die sogenannten Flatrates oder die Abo-Modelle. Ich entdecke gerade einen Tippfehler, da steht Fatrate. Das ist vielleicht auch gar kein schlechter Begriff, aber es sollte eigentlich Flatrate heißen. Entschuldigung, muss ich mal korrigieren. Also, eine Flatrate ist ein Abo-Modell, das kennen wir auch von Spotify oder von Netflix oder Ähnlichem, dass wir eben nicht mehr für einzelne Titel zahlen, sondern wir zahlen eine monatliche Pauschale und in dieser Pauschale ist dann die Nutzung von sämtlichen Inhalten inbegriffen. Also bei Netflix sind es die Filme und Serien, bei Spotify ist es die Musik und beim Game Pass oder bei Apple Arcade sind es eben die Spiele. Das heißt, ich habe hier einen Online-Pool von verschiedenen Spielen und kann darauf zugreifen. Da gibt es im Einzelnen noch Unterschiede, aber das Grundprinzip, einfach ein Abo-Modell oder eine Flatrate, das ist mir jetzt mal wichtig, dass das einfach auch eine relativ neue Entwicklung ist. Wurde natürlich auch jetzt erst durch diese technischen Möglichkeiten, durch immer bessere Online-Zugänge und immer mehr online-fähige Geräte und so weiter überhaupt erst ermöglicht. Dann haben wir weitere Finanzierungsmodelle. Da möchte ich auch noch ein bisschen näher reinschauen. Da geht es mir zum Beispiel um In-App-Käufe oder In-Game-Käufe und um sogenannte Lootboxen. Also das mit den In-App-Käufen haben wir vorhin schon gesehen oder In-Game-Käufen, dass das ein sehr, sehr großer Teil des Umsatzes eben heutzutage ist. Und wie sowas aussieht, sehen wir zum Beispiel hier am Beispiel von Fortnite. Ich kann mir in Fortnite verschiedene Skins kaufen, also verschiedene Aussehen und Stile und Klamotten und sonstige digitale Items und digitale Tools. Und das wird alles mit einer virtuellen Währung bezahlt und diese virtuelle Währung kann ich mir eben mit meinem echten Geld kaufen. Also ich kann hier 1.000 Bucks für 10 Euro oder 13.500 Bucks für 100 Euro zum Beispiel erwerben. Da muss ich also gut rechnen, was lohnt sich für mich, wie viel will ich ungefähr einsetzen, wie viel Geld und wie viel bekomme ich dafür und was kann ich dann damit anstellen. Das wäre das Modell bei Fortnite. Ähnlich sieht es bei Subway Surfers aus. Das ist ein Handyspiel, auch schon ein bisschen älter, aber immer noch sehr populär. Auch da kann ich mir verschiedene Coins kaufen und mit diesen Coins kann ich mir dann neue Tools, hier so ein Hoverboard oder Ähnliches kaufen. Hier kann ich auch zum Beispiel eine Mystery Box kaufen. Und die Mystery Boxen, das sind diese sogenannten Loot Boxen. Das Prinzip ist einfach so, dass ich eine geschlossene Box kaufe wie ein Überraschungsei und ich weiß nicht, was drin steckt. Das heißt, es ist so ein bisschen Glücksspiel, es kann was ganz Tolles sein, es kann auch irgendein Krempel sein. Ich habe es dann halt gekauft und muss es nehmen. Ich habe kein Umtauschrecht oder Ähnliches. Und das ist natürlich sehr umstritten, diese Lootboxen. Da wurde auch schon heftig darüber diskutiert, ob das in den Bereich des Glücksspiels zählt oder nicht. In Deutschland ist es nicht als Glücksspiel eingestuft momentan, in anderen Ländern schon. Ist eine schwierige Diskussion, hatten wir letzte Woche auch schon mal vertieft im Nachgespräch hier zu diesem Webinar. Also kurz gefasst muss man einfach sagen, das kann für Kinder oder für Jugendliche auch ein Stück weit eine Kostenfalle sein, weil man eben Geld ausgeben muss für irgendwas, wo ich nicht weiß, was ich erhalte und wo ich nicht weiß, ob es mir wirklich gefällt oder weiterhilft oder ob es dann doch eher Geldverschwendung war. Insofern ein sehr umstrittenes Geschäftsmodell. Ähnlich ist es bei FIFA. Auch bei FIFA, das finde ich auch interessant, weil FIFA kostet ja an sich schon mal ordentlich viel Geld. Aber ich kann auch hier noch im Spiel mir Erweiterungen kaufen. Und auch hier gibt es eben Lootboxen und verschiedene Inhalte, wo ich nicht genau weiß, was ich für mein Geld erhalte.
Und zu guter Letzt noch World of Warcraft, WoW, ist so ein Klassiker, gibt es immer noch. Da wurde vor einigen Jahren mal intensiv drüber diskutiert und dann ist es so ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Aber auch das wird immer noch gespielt und jetzt im November, also demnächst, wird Shadowlands, also eine neue Variante dieses Spiels, erscheinen. Und da gibt es dann auch immer noch verschiedene In-Game-Käufe. Also die Basisversion kostet schon einiges und ich kann dann im Spiel noch mehr Geld ausgeben, wenn ich zu viel Geld übrig habe. Also Sie sehen einfach, diese Finanzierungsmöglichkeiten und die Ausgabemöglichkeiten sind sehr, sehr vielfältig. Und gerade für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, dass man da den Überblick behält und die Eltern oder auch wir pädagogischen Fachkräfte müssen da ein Stück weit auch dafür sensibilisieren und müssen die Heranwachsenden darauf hinweisen, wie das Ganze funktioniert und wie man es schafft, seine Ausgaben im Blick zu behalten. Okay, springen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich das Thema Jugendschutz und die Frage nach den Altersfreigaben. Also das ist altbekannt, dass Spiele Altersfreigaben haben, so wie das früher auch bei Filmen oder heute eigentlich auch noch natürlich bei Filmen der Fall ist. Wenn ein Film ins Kino kommt oder verkauft wird als DVD, dann habe ich da das FSK-Logo drauf. Und wenn ein Computerspiel in den Handel kommt, dann habe ich da das USK-Logo drauf. Soweit, so gut. Jetzt ist nur das Problem bei den digitalen Entwicklungen, dadurch, dass es immer weltweite Vertriebsmodelle sind, greift unser nationales System nicht mehr so zuverlässig. Und viele Spiele werden unterschiedlich oder auch gar nicht mehr eingestuft. Es gibt auch Spiele, die ich erwerben kann online, die überhaupt keine Alterseinstufung haben, zum Beispiel bei Steam. Und die Apps werden in den beiden Stores, da schauen wir gleich näher rein, oftmals unterschiedlich eingestuft. Also die sind für iOS von Apple anders bewertet als für Google Android. Und die Apps im Play Store sind alle mit einem USK-Logo gekennzeichnet, aber werden nicht von der USK geprüft. Das schauen wir uns auch gleich noch an. Wir beginnen mal kurz hier mit Call of Duty und mit zwei Vergleichen. Also so sieht der klassische Datenträger aus, den ich im Handel kaufe. So sieht das Ganze bei Steam aus, wenn ich mir das als digitales Spiel herunterladen möchte. Bei Steam, das ist dieses Fenster hier, Sie sehen schon, ich habe da einen Screenshot gemacht, der mehr umfasst. Man muss, wenn man das regulär öffnet, ziemlich weit nach unten scrollen, bis man hier unten mal auf diesen Hinweis kommt, wo dann USK 18 steht. Auf dem Datenträger ist das sehr viel größer angegeben. Und ich hatte schon gesagt, bei Steam gibt es eben auch Spiele, die nicht mit einer Alterskennzeichnung versehen sind. Das finde ich eine sehr interessante Entwicklung. Also die Alterskennzeichnungen sind zum Teil sehr klein versteckt oder sie sind gar nicht erst angegeben, weil nicht alle Spiele in Deutschland zur Prüfung eingereicht werden müssen und weil bei Steam viele kleinere Entwickler auch ihre Spiele einstellen können. Und deshalb ist dieses System leider nicht mehr so ganz zuverlässig. Und dann kommt es darauf an, ob hier die Eltern eine Jugendschutzeinstellung vorgenommen haben oder ob der Account vielleicht sogar auf Mama oder Papa läuft, weil da die Kreditkarte hinterlegt ist. Und dann können eben auch Jugendliche unter Umständen Spiele ab 18 runterladen und spielen, ohne dass das System was dagegen unternehmen würde. Wie gesagt, das ist eine Einstellungssache und das ist ein Punkt, wo die Eltern einfach drauf gucken müssen. Bei den Apps hier nochmal das Beispiel von Among Us, was wir auch schon angesprochen hatten, momentan sehr populär. Und da sehen wir hier oben im Apple Store, im App Store von Apple, ist es in der Kategorie 9 Plus eingestuft. Und bei Google im Play Store für Android ist es ab 6 Jahren eingestuft. Also das sehen wir sehr oft, dass Apple komplett andere Angaben hat als Google. Einfach deshalb, weil die ein ganz anderes System verwenden und weil die anders bewerten und auch andere Altersstufen überhaupt zur Verfügung haben. Also bei Apple gibt es diese Stufe ab 6 gar nicht. Und bei Google wiederum gibt es die Stufe ab 9 nicht, sondern Google verwendet die klassischen USK-Kennzeichen. So, und jetzt hatte ich gerade schon gesagt, die Spiele werden nicht alle von der USK geprüft. Wir haben zwar hier das USK-Logo, aber ich finde das ein bisschen irreführend eigentlich. Die USK hat sich da meiner Meinung nach ein Stück weit dafür hergegeben. Sie kooperiert mit Android und mit dem Play Store und dem Ganzen liegt ein Selbstauskunftsbogen oder ein Selbstauskunftssystem eigentlich zugrunde. Das heißt, wenn ein Spielehersteller ein Spiel einstellt, dann muss die Herstellerin oder der Hersteller einen Fragebogen ausfüllen und muss angeben, worum geht es in diesem Spiel, kommt da Gewalt vor, kommt da Sexualität vor und so weiter und so fort. Und am Ende, es geht auch um Kosten und um Möglichkeiten der Bezahlung und so weiter. Und am Ende spuckt das System eine Alterseinstufung aus. Und diese Alterseinstufung wird dann weltweit angepasst an die jeweiligen
Nationalitäten. Das heißt, Among Us ist ein Spiel, was weltweit vertrieben wird. Das hat aber in China oder in Indien oder in den USA und selbst in Österreich eine andere Einstufung als in Deutschland. Bei Österreich beispielsweise, ähnlich wie die Schweiz, ein anderes System verwenden, das PEGI-System, was europaweit oft verwendet wird. Aber in Deutschland gilt eben das USK-System. Und deshalb haben wir im deutschen Play Store dieses USK-Logo und ein Österreicher oder eine Österreicherin hat eben das PEGI-Logo hier. Ich weiß gar nicht, wo jetzt die PEGI-Einstufung liegt. Vermutlich ähnlich, aber manchmal gibt es eben auch da nochmal Unterschiede. Und da sehen Sie so ein bisschen die Widersinnigkeit oder die Problematik. Es ist wahrscheinlich gar nicht einfacher zu lösen, sondern so ein globales, weltweites Vertriebssystem wie so ein Play Store, der muss einfach mit irgendwelchen Standards arbeiten, ist klar. Und andererseits kann die USK wirklich nicht alles prüfen, weil täglich tausende Apps eingestellt werden, die neu erscheinen und neu veröffentlicht werden. Die kann die USK nicht alle prüfen, oder es wäre sehr, sehr teuer und das würde wiederum Kosten bedeuten, die Google nicht verantworten will. Und deshalb wird es eben so gemacht. Und es gibt die Möglichkeit, wenn hier diese Angabe enorm verstößt gegen irgendwelche Sitten oder was auch immer, dann kann man sich beschweren und dann wird es überprüft und unter Umständen werden dann die Hersteller verwarnt und die Altersangaben verändert. Aber da muss eben erstmal jemand kommen und muss sich beschweren. Das heißt einfach für Eltern und auch für Fachkräfte, man darf sich leider nicht mehr auf diese USK-Kennzeichen verlassen, zumindest wenn die im Play Store stehen. Und eben insgesamt im digitalen Bereich ist es schwierig, auf diese Alterskennzeichnungen zu achten, weil die eben bei manchen Portalen, wie gesagt, überhaupt nicht mehr aufgeführt werden. Es gibt auch Portale wie Roblox übrigens, noch kurz zum Schluss. Bei Roblox kann jeder und jede, der dort angemeldet ist, eigene Spiele entwickeln und einstellen. Und die werden natürlich auch überhaupt nicht geprüft und überhaupt mit keiner Freigabe versehen. Das ist einerseits toll, weil es kreative Möglichkeiten eröffnet. Andererseits stößt da der Jugendmedienschutz völlig an seine Grenzen. Was natürlich hilft, ein Stück weit sind technische Einstellungsmöglichkeiten und da gibt es zum Glück schon ein paar Optionen, die Eltern vornehmen können, zum Beispiel für Google, für Android-Geräte, also Android-Handys oder auch Tablets, gibt es ein System namens Family Link. Das ist eine App, die ich auf dem elterlichen Handy und auch auf den Kindergeräten installieren kann und dann kann ich als Elternteil mein Kind ein Stück weit überwachen oder kontrollieren. Wir sagen immer, das sollte man nur für jüngere Kinder machen, nicht für Ältere, nicht für Jugendliche. Die können das auch irgendwann umgehen und knacken. Also da sollte man gar nicht versuchen, das mit technischen Möglichkeiten zu sperren oder zu kontrollieren. Aber für jüngere Kinder bietet sich das durchaus an, dass ich dann eben sehen kann, welche Apps will ich meinem Kind erlauben, welche nicht und welche Nutzungszeiten, wie lange dürfen die Kinder spielen und so weiter. Das kann ich darüber alles ganz gut regeln. Ähnlich ist es hier mit der Bildschirmzeit von iOS. Also auf iPhones oder iPads kann ich das installieren. Und auch da ist es wieder so, wenn ich eben als Elternteil ein iPhone habe, dann kann ich damit die Geräte meiner Kinder kontrollieren. Übrigens ist Google Family Link auch für Apple verfügbar. Also wenn ich als Papa oder Mama ein iPhone habe und mein Kind hat ein Android-Gerät, dann kann ich trotzdem auch vom iPhone aus dieses Android-Gerät steuern. Andersrum ist es meines Wissens nicht möglich. Also die Bildschirmzeit ist nicht für Android verfügbar. Das heißt, wenn das Kind ein iPhone hat, dann brauchen auch die Eltern dazu ein iPhone. Das nur kurz noch zur Erläuterung. Ansonsten gibt es auch für Konsolen verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Einstellungen in den Geräten zum Teil. Für die Nintendo Switch beispielsweise gibt es auch eine eigene App, die ich dann auch wieder auf dem Elternhandy installieren kann und wo ich dann eben auch vom elterlichen Handy aus die Nutzungszeiten auf der Switch kontrollieren und beaufsichtigen kann. Wie gesagt, für jüngere Kinder in jedem Fall empfehlenswert. Eine gute Übersicht über diese ganzen Möglichkeiten gibt es auf dieser Seite medien-kindersicher.de. Das ist eine Seite, die auf verschiedene Geräte eingeht, auf verschiedene Konsolen und auch andere Geräte, selbst Smart TVs und Smart Speaker und so weiter, haben die da aufgeführt und erklären da ganz gut, welche Möglichkeiten für Jugendschutzeinstellungen auf welchem Gerät vorhanden sind. Also da können Sie gerne mal nachschauen und können sich da vertiefen, wenn das relevant ist. Das heißt, für den Jugendschutz muss man als Elternteil einfach selbst einen Blick drauf haben. Man kann sich nicht mehr so sehr auf USK oder Ähnliches verlassen, wie das vielleicht früher der Fall war. So, dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich exzessives Spielen.
Und Sie sehen hier unten schon, es geht auch um das Thema Computerspielsucht. Also exzessives Spielen bedeutet natürlich immer, jemand spielt sehr lange und die Eltern oder die Lehrkräfte oder wer auch immer machen sich Sorgen, ist das Kind vielleicht süchtig, hat es vielleicht eine Spielesucht oder ähnliches. Und die Sorge ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Man muss da in der Tat genau hingucken manchmal und deshalb wollen wir hier einen Blick drauf werfen. Vielleicht schauen wir zunächst mal auf die Faszination von Computerspielen. Also warum sind Spiele so faszinierend für Jugendliche oder auch für Ältere? Das hat viele Gründe, die Sie hier sehen. Es geht zum Beispiel um die Attraktivität, die einfach gegeben ist durch die grafische Aufmachung, durch die Inhalte, die es in ganz vielen verschiedenen Varianten gibt, verschiedene Genres und so weiter, was wir alles schon hatten. Das ist in jedem Fall attraktiv und macht einfach Spaß. Und es ist auch spannend und abwechslungsreich, beziehungsweise kann ich eben die Spiele finden, die mich interessieren. Die einen spielen lieber Shooter, die anderen spielen lieber Strategiespiele oder Knobelspiele. Es ist eigentlich für fast jedes Interesse was dabei. Das heißt, wer irgendwie affin ist gegenüber digitalen Spielen, der findet eine Vielzahl von Angeboten, die Sie oder ihn interessieren könnten. Und deshalb spricht es natürlich die Leute an. Es geht ganz oft um so Themen wie Erfolg und Aufstieg und um Belohnung. Und wer sich anstrengt, wird auch belohnt. Das in einem Spiel kann ich, wenn ich ein bisschen übe, in jedem Fall besser werden und erfolgreich werden. Das ist was, was vielen vielleicht im echten Leben nicht so gelingt. Also wenn jemand in der Schule nicht gut ist und noch so viel lernt und wird nicht besser, dann ist es eher frustrierend. Im Computerspiel wird sicherlich irgendwann ein Belohnungseffekt eintreten. Es geht um Emotionen, um das Stimmungsmanagement, Moodmanagement. Das heißt, ich kann auch meinen Frust vielleicht damit kompensieren, dass ich mich in mein Lieblingsspiel vertiefe, wo ich weiß, ich kann da Erfolge erzielen und kann da besser werden und kann dadurch wieder zufrieden und ausgeglichener werden. Es geht natürlich auch um soziale Kontakte und Anerkennung, gerade im Freundeskreis, in der Peer Group. Wenn gerade alle ein bestimmtes Spiel spielen und ich bin da ziemlich gut, dann kann ich in dieser Gruppe natürlich an Anerkennung auch gewinnen. Und die Spiele spiegeln eben oft ganz normale gesellschaftliche Prozesse wie Erfolg und Profit und so weiter. Also auch diese kommerziellen Interessen, die ja oftmals in unserer Gesellschaft wichtig sind, die werden auch in Spielen oft abgebildet und tragen deshalb natürlich auch zu einer gewissen Faszination bei. Soweit erstmal dazu. Jetzt gibt es den berühmten Flow-Effekt, den man vielleicht kurz erklären muss. Der Flow-Effekt bedeutet einfach, dass man ja so in den Fluss gerät und dass man ein Spiel spielt und sich da ganz wohl fühlt, weil man die optimale Balance zwischen einer Unterforderung und einer Überforderung gefunden hat. Das heißt, mein Spiel liefert gewisse Anforderungen, die es mir stellt. Also ich muss in dem Spiel besonders schnell, besonders geschickt, besonders taktisch klug oder wie auch immer agieren. Das verlangt das Spiel von mir. Und ich habe gewisse Fähigkeiten. Und jetzt gäbe es eben die Möglichkeit, ein Spiel ist zu leicht und mir wäre schnell langweilig, dann würde ich das Spiel wieder weglegen. Oder ein anderes Spiel kann total schwer sein und ich bin überfordert und komme überhaupt nicht vorwärts, dann würde ich das Spiel auch wieder weglegen. Und die guten Spiele schaffen es eben, genau die Mitte zu treffen. Das heißt, sie stellen sich ein, durch die Spielmechanik, die dem Spiel zugrunde liegt. Sie reagieren quasi automatisch auf die Fähigkeiten der Spielerin oder des Spielers und schaffen es so, die optimale Balance zwischen den Anforderungen und den Fähigkeiten herzustellen. Und dann komme ich als Spieler in diesen Flow-Effekt und kann eben perfekt mich in dieses Spiel vertiefen. Ich kann immer das nächste Level irgendwann erreichen, muss mich aber auch ein bisschen anstrengen. Es bleibt immer spannend, es bleibt immer eine Herausforderung, es wird immer schwieriger, aber ich komme immer gut mit. Und so komme ich in den Flow. Und so kann ich stundenlang und tagelang und wochenlang spielen. Das ist dieser Effekt, der oftmals beschrieben wird und der auf dieser Grafik, wie ich finde, ganz gut dargestellt ist. So, und problematisch wird es dann, wenn Gaming Disorder vorliegt. Dieser Begriff ist wichtig, weil der in der internationalen Literatur und Forschung auch verwendet wird. Gaming Disorder meint wörtlich übersetzt die missbräuchliche Nutzung von Videospielen. Das heißt, umgangssprachlich sagen wir oft Computerspielsucht dazu. Also wenn jemand eben missbräuchlich Spiele nutzt, das heißt zu lange spielt und zu lange ein Spiel nutzt, dann ist der oder wird der oder diejenige unter Umständen süchtig. Deshalb die Sucht ist eigentlich synonym zum Thema oder zum Begriff Gaming Disorder zu verwenden.
Und dieses Gaming Disorder wurde im letzten Jahr relativ spät, wie ich finde, aber dem liegt natürlich auch eine langjährige Beobachtung und Forschung zugrunde. Und deshalb wurde das erst im letzten Jahr aufgenommen in den ICD-11. Und ICD-11 ist die internationale Klassifikation von verschiedenen Krankheiten und Gesundheitsproblemen. Das heißt, es ist so eine Art international anerkannter Katalog von verschiedenen Erkrankungen und Krankheitsbildern. Und da ist eben, wie gesagt, alles Mögliche aufgeführt und alle paar Jahre wird dieser Katalog aktualisiert und erneuert. Und im letzten Jahr, 2019, wurde eben ICD-11 verabschiedet und da wurde erstmals das Thema Computerspielsucht bzw. Gaming Disorder als Krankheit anerkannt. Und seitdem kann man tatsächlich davon reden, dass es eine Sucht gibt und dass es auch aus medizinisch begründeter Perspektive eine Suchterkrankung im Bereich Computerspiele geben kann. Das ist dann wichtig, wenn man sich in eine Therapie begibt, zum Beispiel in eine Entzugsklinik oder Ähnliches und die Krankenkasse soll die Kosten übernehmen, dann ist es eben jetzt neuerdings auch mit der Diagnose Gaming Disorder möglich. Vorher war das nicht der Fall, vorher musste man irgendeine andere Krankheit oder ein anderes Problem dazu finden. Das war meistens kein Problem, weil man kann natürlich jemanden, der exzessiv viel spielt, so jemanden kann man immer noch eine weitere Erkrankung quasi mit attestieren. Da finden die Ärzte und die Fachkräfte in der Regel was. Aber jetzt ist eben die Computerspielsucht auch offiziell quasi anerkannt. Und das finde ich, wie gesagt, durchaus interessant und wissenswert in dieser Diskussion. Zum Schluss, um dieses Thema dann abzuschließen, vielleicht noch die Frage, was sind die Merkmale einer Sucht oder wie kann eine Sucht prinzipiell diagnostiziert werden? Und diese Merkmale sind übergreifend, also das trifft auch auf eine Drogensucht oder Alkoholsucht oder Ähnliches zu. Das sind eben verschiedene Aspekte, zum Beispiel die Einengung des Verhaltensmusters, also dass jemand immer mehr und immer konzentrierter spielt und vielleicht auch nur noch spielt. Dann die Regulation von negativen Gefühlszuständen, das hatte ich schon gesagt, wenn man frustriert ist oder Probleme hat, kann man sich ins Spiel flüchten und kann da Lösungen finden. Das kann ganz angenehm sein, kann aber auch problematisch werden. Toleranzentwicklung meint, dass ich meine Nutzungszeiten immer weiter erhöhe, aber das nicht als problematisch ansehe, weil sich meine eigene Toleranz dem Spiel gegenüber immer weiter verschiebt. Entzugserscheinungen sind, glaube ich, klar. Das sind einfach körperliche Erscheinungen wie Zittern oder Unruhe oder Ähnliches, wenn ich eben eine Zeit lang nicht spielen kann beispielsweise. Kontrollverlust und Rückfall meint, ich habe die Kontrolle verloren. Ich möchte vielleicht aufhören oder ich möchte weniger spielen, aber ich schaffe das aus eigener Kraft nicht, sondern ich werde immer wieder rückfällig. Und schädliche Konsequenzen könnten sein, dass ich in der Schule schlechter werde, dass ich meinen Job verliere, weil ich nur noch im Spiel bin, anstatt in der Arbeit, dass ich meine sozialen Kontakte vernachlässige oder die Körperhygiene oder mein Schlafverhalten oder meine Essgewohnheiten vernachlässige oder Ähnliches. So, und eine Suchtgefahr besteht dann ab 3 Merkmalen und das muss man über längere Zeit hinweg beobachten und wenn jemand mindestens 12 Monate lang, also mindestens ein Jahr lang, 3 Merkmale aufweist, ab dann kann man von einer Sucht reden und dann, wie gesagt, muss man eben das Ganze ärztlich diagnostizieren lassen, aber dann wäre eben diese Diagnose Gaming Disorder möglich und dann wäre es auch möglich, sich in eine Therapie zu begeben. Also so viel, soweit zum Thema missbräuchliche Nutzung oder Spielesucht. Und damit kommen wir auch langsam zum Ende und ich habe zum Schluss nochmal allgemein ein paar Tipps für Eltern, aber auch für pädagogische Fachkräfte. Also zunächst mal glaube ich, ist es wichtig, die Bedeutung von Games zu akzeptieren. Also ich hatte eingehend gesagt, Games sind einfach ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, was in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat, was auch ein enormer Wirtschaftsfaktor geworden ist. Das heißt, man kann es nicht mehr abtun als Spielerei oder als unsinnig oder Ähnliches, sondern man muss sich, wenn die Kinder gerne spielen, sollte man das ernst nehmen, sollte man das akzeptieren und muss man sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Man sollte sich dafür interessieren, gerne auch mal mitmachen. Also wir raten Eltern immer, setzen Sie sich mal dazu, spielen Sie mal mit den Kindern, schauen Sie mal rein, dann kann man die Faszination von diesen Spielen einfach besser nachvollziehen, wenn man mal mitgespielt hat. Ansonsten sich immer informieren und aufklären, wie beispielsweise heute, wer sich hier dieses Video ansieht oder an diesem Webinar teilnimmt, der oder diejenige interessiert sich ja, das ist sehr gut. Bitte weiterhin sich informieren und immer auf dem Laufenden bleiben, weil die Welt, gerade die mediale Welt, entwickelt sich einfach rasend schnell, da muss man immer am Ball bleiben.
Auch bevor man ein Spiel sich anschafft oder sich kauft oder installiert, sollte man sich nochmal informieren, was ist das für ein Spiel, welche Altersfreigabe liegt da zugrunde oder wenn keine zugrunde liegt, wie ist das einzustufen. Wichtig ist auch, dass wir selbst Vorbilder sind. Also wir als Eltern haben immer eine Vorbildfunktion gegenüber unseren Kindern, was zum Beispiel unsere alltägliche Mediennutzung angeht. Das fängt damit an, ist das Smartphone auf stumm geschalten oder vibriert es oder klingelt es permanent? Gehen wir sofort ran, wenn es klingelt, wenn wir beispielsweise beim gemeinsamen Essen sitzen? Ich sage immer, das sollte es eigentlich gar nicht klingeln und sollte auch nicht vibrieren, sondern es sollte stumm sein oder im Flugmodus sein, aber es wird je nach Haushalt unterschiedlich gehandhabt. Das sind alles so Vorbildfunktionen, wo man sich an die eigene Nase fassen muss. Und auch das Thema Altersfreigaben, also ich kenne auch viele Eltern oder viele Kinder, wo es eben heißt, ja, meine Kinder dürfen das und das schon spielen. Das ist schon okay. Da finde ich, muss man auch wirklich kritisch drauf gucken. Dann sollten wir als Eltern natürlich Regeln definieren, also zum Beispiel, welche Spiele möchten wir erlauben und welche nicht. Es ist auch völlig okay, wenn Sie als Elternteil sagen, dieses Spiel ist vielleicht ab 12 und mein Sohn ist schon 13, aber ich will nicht, dass er spielt, dann müssen Sie eben in die Diskussion gehen. Dann kann es natürlich sein, dass der Sohn oder auch das Mädchen das heimlich spielt, dass die Vertrauensbasis wiederum wichtig, aber an sich haben Sie natürlich die Freiheit zu erlauben oder zu verbieten, was Sie möchten. Und auch die Zeitvorgaben, also wie lange soll jemand spielen, auch das ist ein wichtiger Punkt, wo man einfach Regeln festlegen muss und wo Sie als Eltern gefordert sind. Medien nicht als erzieherische Maßnahme meint vor allem nicht zur Belohnung beispielsweise zu sagen, wenn du ein gutes Zeugnis hast, dann bekommst du das neue FIFA oder was auch immer. Oder wenn du frech bist oder wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann bekommst du morgen Fernsehverbot oder Spieleverbot oder so. Das ist einfach eine Zweckentfremdung von Medien. Und das gilt allgemein nicht nur für Computerspiele, sondern allgemein für Medien, sagen wir immer. Medien am besten nicht zweckentfremden und nicht als Belohnung oder Bestrafung einsetzen, weil das einfach die Bedeutung von Medien überhöht und Medien sollten heutzutage ein ganz normaler Bestandteil des Alltags sein. Dann ist noch wichtig, notfalls Hilfe suchen, eben zum Beispiel bei einer Suchtberatung, also wenn Sie Probleme haben, weil Ihre Kinder zu lange spielen zum Beispiel und weil Sie glauben, das könnte in Richtung einer Sucht gehen, dann ist es natürlich wichtig, ab einem gewissen Punkt, dass man sagt, ich muss da professionelle Hilfe ins Haus holen und wir müssen vielleicht zu einer Suchtberatung gehen. Und die Suchtberatungsstellen haben mittlerweile alle das Thema Mediensucht oder Computerspielsucht auf dem Schirm und können da entsprechend fachkundig reagieren. Deshalb scheuen Sie sich bitte nicht, da Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und Sie sollten auf Umfang und Qualität der Medieninhalte achten. Also Umfang, da geht es wieder um die Regeln. Die Dosis macht das Gift, ist so ein altbekannter Satz, der auch hier, glaube ich, wichtig und richtig ist. Nichts gegen ein bisschen Computerspielen oder nichts gegen Fernsehen, aber es darf halt nicht allzu viel sein. Und falls das soziale Leben drunter leidet oder falls die Schule drunter leidet, dann ist es wahrscheinlich schon zu viel und dann müsste man die Dosis ein bisschen reduzieren. Und die Qualität der Medieninhalte, die führt mich zum letzten Punkt, nämlich Empfehlungen und Infos. Wenn Sie sich fragen, wo finde ich denn Hinweise auf qualitätsvolle Computerspiele, da gibt es verschiedene Anlaufstellen, zum Beispiel den Spieleratgeber NRW. Das ist ein sehr großes Online-Portal, wo verschiedene Spiele getestet und beurteilt werden und wo es auch weitere Informationen zur Computerspielkultur gibt, einfach unter spieleratgeber-nrw.de erreichbar. Ähnlich ist es bei spielbar.de, das ist ein Portal von der Bundeszentrale für politische Bildung. Eben auch, wie der Name schon sagt, zum Thema Computerspiele, digitale Spiele. Da gibt es auch viele Bewertungen und auch sonst viele allgemeine Infos rund um Computerspiele. Dann gibt es den Pädagogischen Medienpreis. Den kennen Sie vielleicht, der wird von uns vom Studium Netz verliehen. Einmal im Jahr werden hier verschiedene Titel ausgezeichnet. Nicht nur Computerspiele, sondern auch Apps und Internetseiten für Kinder und für Jugendliche. Das heißt, wir haben zwei Kategorien und wir haben verschiedene Titel pro Kategorie und einmal im Jahr, immer so im Oktober, November, wird dieser Preis verliehen. Das war kürzlich letzte Woche der Fall. Am 3. November 2020 haben wir den diesjährigen Medienpreis vergeben. Und da kann man auch die Gewinner online nachsehen und kann auch im Archiv der letzten Jahre stöbern und kann da so ein paar Perlen finden und so ein paar wirklich schöne und wertvolle Titel. Und für Kinder nochmal konkret gibt es noch den Tommy, den Kindersoftwarepreis, der auch Spiele und Apps für Kinder bewertet. Also der Pädagogische Medienpreis nimmt auch Angebote für Jugendliche unter die Lupe. Der Kommi,
Tommy, wie gesagt, bezieht sich auf Kindersoftware. Aber diese vier Seiten und diese vier Links sind nochmal ganz hilfreich. Da können Sie eben online nochmal nachschauen, was gibt es an tollen Spielen für meine Kinder oder für die Jugendlichen. So, und damit wäre ich am Ende erstmal und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe zurück an Moritz. Genau, der liebe Björn hat uns jetzt die Videospiele nochmal ganz allgemein vorgestellt, hat dann nochmal auf die Wichtigkeit verwiesen und dann auch nochmal einen medienpädagogischen Blick drauf geworfen. Wir bieten Ihnen jetzt nochmal die Möglichkeit, dann im Anschluss zu diskutieren, aber zunächst möchte ich jetzt mal unsere YouTube-Hörerschaft oder Zuseherschaft verabschieden. Sie können, wenn Sie wollen, gerne noch die anderen YouTube-Videos anschauen. Die sind alle verfügbar. Und ja, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei.